Hallöchen, ihr Banausen da draußen und dabei ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde 7 Days to Die mit dem lieben Dragul zusammen. Hallo. Servus. Der Exilikorn ist leider gerade nicht da. Er ist, keine Ahnung was, unterwegs, whatever. Auf jeden Fall ist er gerade nicht da. Genau. Müsst ihr mit uns beiden jetzt vorlieb nehmen. Ist ein bisschen schade, aber gut. Wir haben gerade die Nacht ein bisschen hier verbracht noch. Haben oben was versucht, was ja geht so, funktioniert hat. Ein bisschen was ist ja davon wieder runtergefallen. Weil wir wollen im Prinzip so eine Art, ja, Rahmen bauen, wo man durchschießen kann mit Frames. Zu Deutsch ein Skywalk. Ja, genau, Skywalk, genau. Das ist zu Deutsch, das ist auch gut. Ja. Ne, auf jeden Fall. Ja, genau. Dass wir da halt dann durchschießen können, falls da welche kommen, was auch immer. Genau. So, ich baue jetzt mal hier unser Feld weiter, dass wir hier langsam an Essen kommen, in Ruhe. Mhm. Was ich mich halt frage, ist, wie weit gehen die Dinger? Das muss ich natürlich mal ausprobieren. 5, 6, okay. 6, weiter geht's nicht. Dann fallen sie wieder zusammen. Okay. Jetzt muss ich die Scheiße erstmal wieder abbauen. Ja, was soll's. Genau. Da muss ich doch eine Säule bauen. Und gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, voll unsymmetrisch, aber ist egal. Ach ja. Gibt Schlimmeres. Oh ja. Gibt es. Habe ich Frames noch? Ja. Kann ich davon noch was bauen? Nein, natürlich nicht. So. Du hattest doch diese Dinger da gebastelt. Ja, die sind in der Forge noch dran. Ah. Wenn du die Rebar-Frames meinst. Ja, genau. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Ja, bin ich auch mal gespannt. Aber eigentlich müssen die mehr halten. Weil die halt aus Eisen sind. Ja. Ja, jetzt hab ich keine Steine mehr. Frech. Ja, so funktioniert es auf jeden Fall schon mal. Ach, hier liegt auch noch Dreck rum. Von unseren Künsten. Mhm. Mal wegräumen, hat keiner gesehen. Also zwischendurch ein paar Spikes reparieren hier. Wo ich gerade so lang laufe. Muss auch sein, ja. Ja. Jetzt geht jemand kaputt, hör mal. Dann stehen wir da.
Ja, scheiße. Ohne Spikes. Was, bist du runtergefallen? Mhm. Hab ich gehört. Ich weiß nicht. Das hab ich gehört. So, ist das Ding fertig? Ja, sehr gut. Ja, so viel werde ich nicht brauchen. So. Ein paar Steine mal noch rausholen hier. So. Ich finde die Werkbank finde ich ja richtig geil, ne? So, ne? Wenn du mal was brauchst, wie Cobblestone oder so, dann haust du die Sachen da rein und lässt das Ding die ganze Zeit craften. Genau. Das finde ich richtig cool an dem Ding. Ja. Sehr nützlich. Ja. Vor allem hast du im Prinzip zwei Crafting-Dinger dann jetzt. In einem, sag ich mal. Du kannst einmal mit deinem Inventar craften und einmal so. Mhm. Das sind übrigens nicht die Teile, die der Exilikon hat. Okay. Der hat Iron Bars. Iron Bars? Ja. Iron Bars sind die Gitter, ne? Genau. Ja gut, ich hab gedacht, der hat Frames genommen. Dachte ich jetzt auch. Oh, jetzt hab ich vorbeigebaut. Ups. Egal. Naja, wurscht. Ja gut, wenn die halten geht, das ja, ist das ja auch gut. Ja. Das ist ja eigentlich scheißegal. Im Prinzip, ja. Ah, oh, daneben gebaut. Mann! Hauptgestein. Boah, 1200. Na, ist klar. Ach, kannst du ja noch Jahre annehmen hier. In der Zeit kann ich welche noch bauen. So. Noch habe ich das Dach nicht fertig. Wärst du nicht so tief gefallen. Ach ja. So, der erste Anbau ist das eigentlich schon. Mhm. Und wir brauchen noch eine Engine, ey. Muss ich noch suchen. Stimmt. Für den scheiß Mixer. Dass wir dann irgendwann Zement gießen können. Ja. Ja, klar. Ich hatte ja letztens schon einige Autos mal auseinandergenommen, aber leider keinen gefunden. Hm. So. Ach, der ist noch dabei, okay. Ich komme mir so vor wie in Minecraft hier. Zu langsam. Erstmal alles ausbauen und hinbauen und machen und tun. Ja. Boah, jetzt bin ich fast in die Spikes gerannt. Mm. Wäre nicht das erste Mal. Ach ja. Ich habe da schon meine Erfahrungen mit Spikes. Mm. So. Das habe ich. Dann werde ich jetzt mal den Durchbruch machen. Mhm. Weil das Feld, das Ding ist gleich fertig. Der Anbau für das Feld. Jo.
volle Stahlspitzhacke. Geh ich gleich auch mal an. Mach ich nächste Folge aber. Jo. Ja genau, 3000 hat das Ding. Ne, ich mach jetzt die Spaßspitzhacke. Verknüppelst du dir ja, ne? Einen heißen. Ja. So, müssen wir kurz gucken. Stahlstiel. Kann ich nicht, warum nicht? Hm? Keine Ahnung. So, weil es so weiß bei mir. Mhm. So, brauchen wir dann einen Perk für? Kann das sein? Hm. Ach, da brauchst du Construction Shoes Level 40. Ah, bevor du bauen kannst, okay. Ah, okay. Aha. Na dann. Ja, fehlen noch ein paar. Aha. Na gut, dann muss ich ja doch mit dem Ding bauen machen. Dann halt nur nicht, ne? Ja. Ja, 1000 habe ich ja schon fast. Na da. Ach ja, habe ich noch Kaffee? Nein. War ja klar. Eieiei. Das E-Tip ist bogen, toll. Brauchst du jetzt noch Iron Bars oder was da mit denen? Also es scheint mit denen zu halten. Okay. Dann bräuchte ich noch ein paar Bars. Okay. Also von den Frames meinst du? Genau, Frames. Okay, dann mach ich gleich nochmal. Metalldinger halt. Wie viel brauchst du denn? Okay, ich kann nur 20 machen. Aber dann ist das Clay Ende. Mhm. So, wir da mal Clay wieder richtig besorgen und da reinpacken. Ja. So. Nee, nee, nee. Mhm. Da bin ich. Jo. Hier, ich tu dich mal hin. Da. Mhm. Okay, merci. Gucken wir mal kurz. Ja, sieht doch gut aus. Jo. So, und wie gesagt, hier kann man halt... Ja, boah. Boah, ich immer mit dem E klicken. E ist halt nicht mit dem Inventar. Immer noch nicht. Mensch. I. So. Ja. I für Inventory. Hier kann man damit durchschießen. Moment, zeige mal kurz. Da. Genau. Dafür ist es da. Natürlich gäbe es noch eine schönere Variante, aber heißt? Wir wollen ja nicht alles kopieren. Ach so, ja. Stimmt. Da hast du recht. Genau.
So. Komm, unser Garten hier. Wird Zeit für was zu essen. Was Vernünftiges. Eine Futterquelle. Ja. So, bin fertig. Das ist gut. Was ich schade finde, dass man hier keinen Brunnen bauen kann. Also, das wäre cool. Kommt vielleicht noch. Ja, bestimmt, aber ne, das wäre eigentlich cool, ja. So, erstmal das. Ich hätte jetzt fast gesagt, es ist wie abgezählt, aber nicht ganz. Einer fehlt. So. Dann wird da mal hier schön zugeschüttet wieder. Ich hoffe nur, die Dinger wachsen auch in so einem geschlossenen Raum. Das wird sich zeigen. Das weiß ich nämlich gar nicht. Wenn nicht, bauen wir noch halt aufs Dach rauf. Boah, da hätte ich jetzt voll die fette Idee. Wir ziehen hier Säulen hoch. Von dem Anbau und dann machen wir oben so ein. So ein teils schwebendes Dingen. Okay. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Halt, der durch Säulen gestützt wird nur. Und nicht jetzt durch den kompletten Bau, den wir da hochziehen. Sieht schon auch cool aus. Ja, bestimmt. Wäre doch schlecht, wenn du nicht so die Säulen abreißt. So eine Säule weg, erstmal alles runtergefallen. Das wär's. Mhm. Ja, aber das sieht bestimmt cool aus. Sowas. Jo. Und vor allen Dingen hat man dann ja im Prinzip, hätte man da was oben drauf. Könnte man sowieso machen im Prinzip. Ja. Weil der Anbau steht ja im Endeffekt schon. So, dann nehme ich natürlich wieder Flexstone, weil das einfacher geht. Zack, zack. Zack. Zack und zack und zack. Und dunkel. Ich denke mal, ich gehe Clay suchen. Brauchst du nicht viel suchen. Geh einfach, warte, in Richtung Süden. Okay. Da müsstest du, da wo die ganzen Steine auch sind, die größeren. Auf dem Feld da. Da siehst du dann auch schon so eine Scharte, die ich da gegraben habe. Da ist Clay. Okay. Alles klar. So. Ja, schick aus. Jetzt werde ich meine Hoe bauen. Nein, das werde ich nächste Folge machen. Und wie immer würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal bei einer Runde 7 Days to Die. Ciao. Ciao.